Morgen. Morgen. Ist das jetzt ein Alltagsvideo? Ein ganz normaler Tag? Ja. Ein normaler Tag ist es nicht. Der LKW ist seit 8:30 da. Und wir müssen jetzt die Autos abladen. Das, was ich euch eigentlich versprochen habe, auf der Messe zu tun, gell? Mhm. Bloß, ich habe sie abgeladen, voll im Regen. Da war nichts mit Filmen, ich war alleine. Deswegen zeigen wir euch das hier ein bisschen, weil heute ist schon wieder relativ stressig. Ich muss zum TÜV wieder. Der Vito kriegt heute Federn und Felgen. Schwarze. Das Kundenfahrzeug. Dann müssen wir Autos zum Damiano stellen. Hm. Zumindest mal eins, weil SL höchste Stufe. Nicht gut. Ja. Das ganze Fahrwerk beim SL muss um einiges höher, so dass der bisschen tiefer ist, wenn er vielleicht abgelegt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dass man aber viel höher fahren kann, damit die auch jetzt auch fahrwerkmäßig, TÜV-mäßig durch sind und dann ist das Thema erledigt. Und das gleiche Problem haben wir auch beim 124er. Gut, da müssen nur... Bei dem geht's auch eigentlich schon. Nee. Ich meine Begrenzer reinmachen für TÜV. Ah, okay. Fünfer kommt raus, muss man ein Gewindefahrwerk reinmachen. Ist auch schon bestellt. Und der 7er, da gehören auch Begrenzer rein. Der muss eigentlich auch zum Ding. Hm. Sag mal's. Zum Damiano. Ja, das war's. Also eins, zwei, drei Autos müssen zu Damiano. Und da schmeißen wir Fahrwerk raus. Guten Morgen, Aguirre. Morgen. Tag, Team. Aguirre. 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 Hätte ich voll Bock, gell? Grad. Ja. Einfach mal so. Wir können ja die Autos runter machen und dann kannst du spielen. Cool. Sonst schleuderst du irgendwo hin. Mhm. Du hast gesehen beim SL. Hier die Stoßstange wieder vorher runter gemacht. Ein bisschen knapp, ne? Ja. Ja, was hast du noch so tiefe Autos? Kann man ja gar nicht fahren. Wir fangen jetzt an, die abzuladen. Dann stellen wir sie gleich rein. Dann geht's eigentlich weiter. Ja, easy. Der hört sich an wie ein 500er, das sage ich dir, ey. Der ist nicht weit davon entfernt. Vielleicht ist auch einer. Vielleicht wachsen eben noch zwei. Eigentlich überlege ich, wir sollten die Autos eigentlich zuerst mal woanders hinstellen, die jetzt sowieso als nächstes rauskommen zum Damiano müssen, wegen dem Begrenzer und so. Ja. So einfach, ja, nur Kamera halten und Sprüche klopfen. Richtig. Das kannst du. Du könntest es auch. Nee, nicht so gut wie du. Nicht so gut Sprüche, dumme Sprüche klopfen und nichts tun. Ich hab's im Portfolio drin stehen da. Sagen wollte. Seit wann sind wir von Messe? Messe ging bis 11. oder bis 10. Wir haben 26. Juli.
Also es sind genau 15 Tage später kamen die Fahrzeuge. Federn beim Vito, die liegen schon da, sind von vorne. Ja, das sind aber Oschi. Das ist schon ein Oschi, das Auto. Guck mal, da sind also Oschi-Federn drin. Das sind die, wo auf dem Spielplatz, kennst du das? Wo die Wippdinger sind, solche sind das. Und welche Räder kommen drauf da vorne? Die Räder kommen drauf und dann müssen wir zum TÜV. Alles eintragen einmal, wieder hier 300 Meter weit weg. Federn und Felgen. Was gibt es heute noch? Wir müssen noch zwischendrin zu Damiano fahren, ein Auto wegfahren. Dann nehmen wir entweder den 124er mit, dass er da die begrenzt. Ne, nicht den 114, den 7er haben wir gesagt. Den 7er nehmen wir mit. Und dann muss man vor dem 6er noch die Federbeine vorne wechseln. Bei dem 6er, weil wir waren ja bei Raab. Und die Federbeine, die jetzt gerade drin sind, die sind eigentlich vom E34. Wir haben sie jetzt trotzdem mal reingemacht. Zum Fahren ist nicht ideal. Zum Ausstellen war es gut. Jetzt kommen die richtigen Federbeine rein. Dann ist das Fahrzeug eigentlich auch fertig. Dann kann der wieder zurück zum Besitzer. Und dann wird heute noch an dem 190er geschafft, aber das kommt in einem anderen Video. Dann wird heute, nein, nicht heute, doch heute muss ich noch drehen nochmal. Sehen wir dann, was noch auf uns zukommt. Bis gleich. So, Vito ist fertig, war auch schon beim TÜV. Sieht schon stimmiger aus wie vorher, ne? Ja. Ich finde Vito, so generell Vito eigentlich gar nicht schlecht, bloß innen ist halt ein gewaltiger Unterschied zu einer V-Klasse. Besser oder schlechter? Schlechter. Gilt ja eigentlich als Transporter. Also nicht so edel und so. Die Scheinwerfer sind keine Xenon, keine LED. Die Rückleuchten sind ganz normal. Eigentlich sind die Stoßstangen auch nicht so. Die sind Kunststoff. So von der Seite erkennt man es nicht. Wie der Türgriffe, glaube ich, meines Erachtens auch lackiert. Ist halt, kostet aber um einiges weniger. Aber das Umbauen dann hinterher optisch außenrum, da kommt wieder Wisch ins Spiel. Ja, da kriegst du, glaube ich, Rückleuchten und so. LED-Rückleuchten, vorne weiß ich jetzt gar nicht. Lässt sich fast besser fahren wie ein Bus, VW-Bus. Ich finde, sieht optisch halt schnittiger, ne? Schöner aus irgendwie. Edler. Ja. Wie so ein viereckiger Klotz. Aber Gott sei Dank muss ich nicht immer fahren. Wir machen auch noch den 190er noch nebenher, ne? Ja. Im Alltagsvideo, der Chris ist wieder da. Geht jetzt E39? Ja. Gut, dann hole ich jetzt mal Batterien und dann geht es schon wieder am Q8 weiter sogar. So, wir hatten ja das Problem, dass der in Notlauf ging, indem er einfach sagt, hier Kompressor... Bei welchem Auto sind wir? Kurz dazu. Genau, bei dem Auto davor, wo du gerade stehst. Ja, ich weiß es, die Leute noch nicht. Die Leute sehen es auch. 190er. Okay, warte, dann muss ich einmal kurz zurück. So. Jetzt wissen sie es. Es ging ja darum, dass er mit bei wie viel Grad? 40 Grad, hat er gesagt, Ansaugtemperatur zu hoch. Genau. Und dann, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal erzählt haben hinterher, dass wir denken, dass er die Temperatur von außen nochmal holt. Es geht darum, dass wir hier diesen Außentemperaturfühler jetzt haben, der vorher nicht da war. Und gerade vorhin beim irgendeinem Fahrzeug habe ich ausgeladen, vom Hänger, als der LKW gekommen ist. Da stand zum Beispiel, da ist auch irgendein Außentemperaturfühler defekt und da steht minus 40 Grad. Ja. Das heißt, wenn da keine Temperatur, Außentemperaturfühler dran ist, zeigt generell jedes Auto, soweit ich weiß, Minustemperaturen. Genau. So. Und dann denkt sich das Steuergerät, Moment, wenn jetzt hier minus 40 ist und wir in Ansauglufttemperatur 40 Grad, dann haben wir eine Differenz von 80 Grad und das ist zu hoch. Denken wir, dass es so ist. Das wäre mal der Schritt, genau. Deswegen haben wir so einen Fühler besorgt, dass man den mal reinmacht und dann einfach nochmal dann hinterher probiert, ob das überhaupt daran lag. Weil jetzt müsste er Raumtemperatur 25 Grad erreichen. Das heißt, wenn er eine Meldung gibt, dann müsste er erst ab 75, 80 Grad oder sowas melden. So. Genau. Und da ist der Chris jetzt gerade dran, hier dazwischen zu funken, zwischen Sam-Steuergerät und dem normalen Steuergerät. Ist halt überhaupt nicht meine Welt. Ne? Aber Chris hat Spaß dran. Ja, im Moment ist gerade so der Spaß kurz vorm Kippen. Warum? Ja, das Problem ist, dass in der C-Klasse der Außentemperaturfühler vom Sam ausgewertet wird. Mhm.
und der Sam allerdings eine andere Sprache spricht in der Datenbuswelt wie das Motorsteuergerät. Mhm. Da gibt es dann dazwischen drin einen Dolmetscher, das ist in dem Fall das Zündschloss. Und die Kommunikation zwischen Zündschloss und Sam war jetzt bisher in dem Auto aber gar nicht hergestellt. Mhm. Weil der Kabelbaum ja nicht so wieder reingemacht wurde, wie es ursprünglich mal verbaut war. Oder nur die nötigsten Kabelbäume gezogen wurden. Genau, das war ja vor meiner Zeit, aber genau. So wie es aussieht, genau. Genau. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen damit am Kämpfen, dass das Zündschloss und das Sam miteinander sprechen. Mhm. Verkabelt ist es mal. Bisher funktioniert es noch nicht, aber wie immer bei so einem Umbau noch ein bisschen Kopfschmerzen und irgendwann kriegt man auch das geregelt. Hoffen wir es. Und dann gehen wir jetzt weiter zur nächsten Baustelle. So, Navi hier soweit auch fertig. Wir müssen jetzt auch rausstellen. Wir haben einen Halter dafür gebaut. Tatsächlich. Wir fahren ihn jetzt raus. Und ich werde ihn demnächst jetzt auch fotografieren und dann auch inserieren. Weil der wüsste jetzt nicht, was ich da noch machen soll. Ne? Oder ich werde es wahrscheinlich so machen, ich werde es irgendeinem Händlerkollegen geben, der sich drum kümmert. Weil ich habe ganz ehrlich, letztens war samstags jemand da wegen E55, nette Leute, nicht schlimm. Aber dreieinhalb Stunden. Ich verstehe das, wenn du das nur Autohandel machst, dann kann man das machen, aber... Ich kann das im Alltag 3,5 Stunden Auto hoch, drunter gucken, Probefahrt machen, da quatschen, das verhandeln. Ist mir einfach vom Zeitaufwand zu viel. Lieber sage ich, pass auf, lieber Händlerkollege, nimm du ein bisschen was von dem Brot und mach du das. Ich habe da keinen Kopf dafür. Also 5 voraus, dann Q8. Gefühlt, wie viel der Q8 ist das? Weiß nicht. Q7, Q8 mit diesem System. Einige. Einige. Und kommen immer mehr. Ist auch geil. Gut, hätte ich so einen, würde ich das auch reinmachen. Weil der Kunde hat gemeint, der ist mit den 23 Zoll Felgen. Den ABT. ABT. Abi Felgen. Also, weiß nicht, mein Fall ist es jetzt nicht. Die Felgen? Mhm. Mein Fall wäre es auch nicht wegen der Reife, die sind viel zu teuer in der Größe. So, jetzt machen wir hier mal das Modul rein und dann geht's eigentlich wieder weiter. Vielleicht zwischendrin noch drehen. Drehen auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben schon Ewigkeiten die Dinger da liegen, aber wir haben sie nicht reingemacht. Welche Dinger? Diese Schnellspanndinger, wo du einfach nur löst und wieder. Ah ja. Weißt du, wo du von Batterie vorher machst? Also dafür musst du auch überall erstmal neue Batterie jetzt nochmal machen. Jetzt machen wir, kaufen wir zuerst mal 30 Batterien. Ich hole den Booster. Da nur abgeklemmt. Guck, das ist ein CLK Cabrio. Willst du mit? Und mit? Klima auffüllen. Ja, let's go. Bin jetzt wieder bei Igor. Der sieht normal nicht so aus. Das ist ein Abdruck von der Stirnlampe. Ist da so ein großer Unterschied zwischen den zwei Seiten? Ja, weil die Adapter. Wir mussten diese Adapter im Netz besorgen, weil sie niemand mehr hat, ne? Ne, das Problem ist halt R12 und R134, den andere Anschlüsse. Und es gibt eine Lösung halt mit den Adaptern. Ja. BMW verkauft es nicht, die verkaufen hier komplett neue Anlage. Ja, es ging ja darum, dass wir dem Käufer... Das ist ja auch ein Sammler, der das Ding gekauft hat, gerne das so hätte, dass das alles funktioniert, auch die Klimaanlage. Und die war ja, keine Ahnung, wie lange ist das voll. Jetzt machen wir den mal wieder betriebsbereit. Es ist 20 Uhr. Ich bin jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen. Es war heute ein völlig stressiger Tag. Die Autos stehen jetzt alle wieder hier. Es ist gefühlt an jedem Auto noch was zu machen. 2 Autos sind ja verkauft, seht ihr aber in einem anderen Video, oder habt ihr schon gesehen? Und da, für die Fahrzeuge waren wir jetzt auch unterwegs, dass die Fahrzeuge auch tipptopp fertig sind. Thema Klimabefüllung und Spureinstellung, dass die Dinger auch wirklich gut sind, weil wenn ich ein Auto abgebe, dann sollten sie auch wirklich fertig sein. Der SEC macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, weil die Teile, die wir bestellt haben, die kommen... Keine Ahnung, erst wahrscheinlich in 7 Tagen. Da werden wir dann wiederum in Urlaub sein.
Kennt ihr das? Es ist irgendwas da, wie Corona. Und dann geht wieder alles und dann sind schon wieder Ferien oder alle sind im Urlaub und dann Pfingsten und Ostern und da frei. Und also gefühlt als Arbeitgeber, das kann mir jeder Arbeitgeber bestätigen, besteht das Jahr eigentlich nur aus Ferien, Feiertagen und Kranktagen. Ist aber leider so und ja, da kann man nichts dran machen. Hier diese Siebener, der... Boah, der kostet mich jetzt auch wieder Nerven. Ein bisschen was dran machen müssen wir, wohl oder übel. Ich bin auch heute echt fix und fertig. Das war, heute ist auch dieser Tag, wo ich aus Versehen ein Video hochgeladen habe, an einem Dienstag, was eigentlich nicht hochgeladen werden sollte, sondern erst am Mittwoch. Aber weil ich so durch den Wind war und unterwegs und Termine, das jenes, dann war der Yasin noch da, weil er morgen in Urlaub geht und alle kommen heute. Wir hatten auch Besucher da, ist nicht schlimm, um Gottes Willen, nichts Böses. Familien waren da, war abgesprochen, dass ich da auch da bin, wenn die da sind. Aber es ist dann an einem Tag echt viel. Jetzt ist, ich glaube, 8:30. Ich mache mir jetzt auch fertig und gehe nach Hause und ich einmal duschen und dann ins Bett, weil bei gefühlte 40 Grad gehe ich ein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Also, bis dann. Ciao.